Wir haben jetzt schon einige Videos gemacht über die Sachen, die uns bereits im Update erwartet haben. Aber was kommt denn noch? Ich meine, es fehlen doch Autos. Rockstar Games hat gesagt, 17 Autos, 10 sind nur da. Wo sind denn die anderen 7? Genau um dieses Thema geht es heute, um die 7 unveröffentlichten Fahrzeuge, darunter der neue Porsche oder die 2 neuen Porsche, besser gesagt, neuer BMW und vieles mehr. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um GTA, also wenn du das nicht verpassen willst, bleib doch sehr gerne mit einem Abo mit am Start. Und Freunde, wir starten auch gleich direkt ins Thema rein. Vorher vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Sache. Und zwar starte ich morgen früh um 9 Uhr meinen 24-Stunden-Livestream. Es wäre mega nice, wenn viele von euch direkt am Start mit dabei wären und wir einen geilen Tag zusammen haben. Insofern stell dir den Wecker auf Freitag 9 Uhr und sei mit dabei. Okay, jetzt würde ich sagen, wir labern aber auch gar nicht ewig herum, sondern starten direkt rein ins Video. Let's go! Zunächst einmal sprechen wir über die Fahrzeuge, die uns neu auf Legendary Motorsport erwarten werden. Das wäre zunächst einmal der Comet S2. Dieser ist ein Sportwagen und wird uns zwischen 1,4 und 1,9 Millionen GTA-Dollar kosten. Also ihr seht, eine ganze Stange Geld. Es gibt in GTA bereits einige Porsche, solche einen aber auch nicht. Wir können an ihm sehr, sehr viel tunen. Ob das wirklich schön ist, weiß ich nicht. Licht da vorne, so Rallye-Licht da vorne dran oder auch ein Dachbox oder so nennt man das doch. Mir persönlich gefällt es standardmäßig ganz clean am besten. Aber das ist ja wohl Geschmackssache. Das zweite Fahrzeug, welches wir erhalten werden, ist der Vector. Das ist der neue Lexus, den man bereits im Trailer und auf einigen Screenshots bereits sehen konnte. Auch dieser ist ein Sportwagen und dieser wird uns zwischen 1,3 und 1,8 Millionen GTA-Dollar kosten. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsfahrzeug, auf das ich mich persönlich am meisten freue, und zwar wäre das der Crawler. Dieser ist ein neuer 911er im Spiel, ich glaube sogar der 2021er. Sieht verdammt geil aus, ist auch ein Sportwagen und kostet uns gerade mal 1,2 bis 1,6 Millionen. Also vergleichsweise zu den anderen Autos ist das deutlich weniger und persönlich gefällt mir das Auto am besten. Dann hätten wir noch den Übermacht Cyper. Endlich mal gibt es einen BMW, der nicht aussieht wie, keine Ahnung was, sondern mal wirklich ein moderner BMW. M4 müsste das sein. Dieser wird uns zwischen 1.162.000 und 1.600.000 GTA-Dollar kosten. Welches von diesen 4 Autos von Legendary Motorsport findest du am nicesten? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich feiere den Crawler am meisten. Kommen wir jetzt aber noch zu den Fahrzeugen, die uns bei SouthandSanAndreasSuperautos.com erwarten. Und das wäre nämlich einmal der Dominator ASP, das Ganze ist ein Muscle Car und er wird uns zwischen 1,3 Millionen und 1,8 Millionen kosten. Dann hätten wir noch den Sultan RS Classic, dieser ist ein Sportwagen und er wird uns zwischen 1,3 und 1,8 Millionen GTA-Dollar kosten. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Prairion für zwischen 1,1 und 1,5 Millionen GTA-Dollar. Was die Reihenfolge angeht von diesen Fahrzeugen, kann man bereits sagen, dass der Comet S2 als erstes kommen wird, dann der Vector, dann der Glora und dann der Cyper auf der Seite von Legendary. Und eben die Reihenfolge, die ich auch bei South and San Andreas eben gerade vorgestellt habe, ist auch die Reihenfolge von dieser Webseite. Also erst kommt der Dominator, dann kommt der Sultan und dann kommt der Prairion. Allerdings kann ich euch nicht sagen, wie Rockstar Games zwischen den beiden Webseiten hin und her springt. Also was safe ist, ist, dass der S2 nächste Woche kommt. Das hat Rockstar auf Newswire bereits bestätigt. Aber nach dem Comet S2 kann direkt noch ein Auto kommen von Legendary Motorsport oder eben erstmal ein Auto von South and San Andreas. Dann wieder eins von Legendary, immer abwechselnd oder mal zwei da. Also das ist offen. Ich persönlich gehe aber eher davon aus, dass wir den Comet S2 bekommen, dann den Dominator ASP, dann den Vector, dann den Sultan RS, dann den Growler und dann den Prairion und zu guter Letzt dann den Cyper, den BMW. Aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Einschätzung. Und das ist eigentlich auch schon fast alles, was man zu diesen Autos sagen kann. Wir werden in den nächsten Tagen noch einen Livestream starten, wo wir diese mal live zusammen zocken, anzocken, tunen und natürlich auch ausprobieren werden. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns morgen im Livestream. Checkt noch mein Gewinnspiel ab, das läuft noch bis morgen auf Instagram. Dort könnt ihr, wie gesagt, 100 Millionen GTA-Dollar gewinnen. Link ist in der Beschreibung oder ihr sucht einfach nach Julex_YT. Nun gut, das war es jetzt aber auch wirklich mal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne kostenlos einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und empfehlt mich weiter an Freunde. Jetzt bin ich raus, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace. And it's a ticket, talking margin for the figures. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it.
come again.